Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Mach jetzt Spaß, ist aber immer noch eine kleine Rechnung. Und zwar, hier seht ihr es, 200 Milliohm sind gleich 0,2 Ohm. Wenn ich jetzt das ohmische Gesetz hernehme, also wir nehmen mal zwei Autobatterien in Reihe, das wäre dann ein LKW. Bei 0,2 Ohm wäre die maximale Stromstärke 120 Ampere. Jedes Auto zieht schon mehr als 120 Ampere. Und ich habe jetzt mal grob geguckt, hier steht jetzt ungefähr bis 1000 Ampere. Ja, also ungefähr wird das schon hinhauen, ne? Also wenn die Aussage stimmt, dass 100 Milliohm die Batterie in der Autobatterie hat, dann können LKWs gar nicht starten. Dasselbe gilt auch für PKWs. Ich habe es jetzt mal 12 Volt, 0,1 Ohm. Dann sind wir bei 120 Ampere und das ist für die meisten Autos, also für einen kleinen Fiesta reicht es, um den anzulassen oder so eine kleine Hutschachtel. Gerade so, aber wahrscheinlich, also das meistens so 200, 300 Ampere. Ne? Ihr könnt ja mal auf eure Autobatterie drauf gucken, wie viel die tagtäglich Ampere schiebt, um euer Auto zu starten. Ne? Jo, in diesem Sinne, lasst knacken. Tschüssi.